versammelt haben. Aber es bleibt natürlich auch als VOD stehen. Dementsprechend laber ich jetzt einfach was, damit nicht komplett dumme Stille ist am Anfang. So, ein bisschen bescheuert. Naja. Egal, lass uns anfangen. Ja, auf jeden Fall. Ich stehe gerade mit Christoph. Christoph ist ja der Geschäftsführer von Alt und kennen die meisten wahrscheinlich, weil wir ja schon die ganze Zeit irgendwas zusammen rumhantieren. So. Und Christoph hat mir vor eineinhalb Jahren die Möglichkeit gegeben, dass ich in Hamburg nicht mehr in meiner Wohnung trommeln muss, was nicht funktionierte, sondern dass ich quasi bei ihm im Lager einen kleinen Platz für mich gefunden habe. So. Ja, aus dem du was ganz Großes gemacht hast. Ja, es hat sich halt entwickelt, was natürlich auch daran lag, dass das letzte Jahr so absurd war mit Corona und Co. Ist ja klar. Und dann gab es auch keine Bandauftritte und dann habe ich Stück für Stück alles in diesen Raum geschmissen. So. Und das ist so die Erklärung. Und Christoph hat seit über 10 Jahren schon an seinem Schatz gearbeitet, ja. an Eid. So, ne? Ja. Und jetzt muss ich mal einmal kurz gucken. Moment. Guck mal, da kommen auch gerade die Leute rein. Leute. Da so Step by Step trudeln hier Menschen rein. Moini. Ich habe gerade schon ein bisschen was erzählt fürs VOD, was hier bei Twitch stehen bleibt, damit wir nicht so viel Stille haben am Anfang. Wir wollen euch ein kurzes Update geben. Wir steigen doch gleich wieder ein. Ja. Nur ein kurzes Update, das soll folgendes, das soll jetzt nichts, es gibt wirklich nur ein Informationsupdate. Ja? Das ist keine Spendenshow. Ich habe einmal Sorge, dass Leute das in den falschen Hals kriegen. Das hier ist keine Bettelei, keine Spendenshow und das ist auch keine Sensationsgeilheit, guck mal wie krass, lasst ein Like da, das ist es nicht. Ja? Also das ist mir mega wichtig, ja, dass ihr das versteht, sondern wir versuchen, weil es tatsächlich auch viele Leute interessiert und vor allen Dingen, weil es uns auch irgendwie nahe geht, hier Informationen zu vermitteln, damit wir auf dem gemeinsamen Stand sind. So, ja? Genau, also ich stehe mit Christoph von Eid. Christoph hat mir das möglich gemacht, dass ich in diesem Raum da trommeln kann und mir das aufbauen konnte. Christoph ist seit 10 Jahren mit seiner Marke unterwegs und seit wie vielen Jahren bist du hier drin? Ich bin hier seit 7 Jahren. 7 Jahren bist du hier im Gebäude. Ja. Wir stehen nämlich gerade gegenüber von dem explodierten Gebäude und jetzt auch nochmal ein paar Sachen vorab, bevor wir mit weiteren Informationen rausknallen. Ich glaube, ich kann für dich mitsprechen, ja, wenn ich sage, dass unsere Gedanken selbstverständlich bei der verstorbenen Person sind und bei der Familie dieser. Das ist fürchterlich, das ist furchtbar. Das ist unvorstellbar, dass in diesem Gebäude, wo wir, ja, du täglich, ich nahezu täglich irgendwie ein- und ausgegangen sind, dass sich da sowas Tragisches, Unfassbares Ereignis, dass das einfach passieren konnte. Das kann man nicht, also kann ich immer noch nicht greifen. Was ich jetzt dazu sagen muss, ist etwas unromantischer, aber es ist komisch, dass diese Person niemand kennt. Also man spricht ja mit den Parteien im Haus, mit den anderen Mietern und man kennt sich und man war natürlich glücklich, als man sich dann gesehen hat. Natürlich. So. Aber man, diese Person, die da jetzt eben verunglückt ist, da hat keiner irgendwie Bezug zu und das macht es sehr ungriffig und surreal, denn müsst euch vorstellen, wenn man von einem Unfall erfährt, auf einer Autobahn beispielsweise, ist das ja auch fürchterlich und es nimmt einen mit und es ist eine Katastrophe. Aber es ist irgendwie noch sehr distanziert, so, das möchte ich meinen, unabhängig davon, dass es schrecklich ist. So, das ist ganz, ganz merkwürdig, ein ganz, ganz komisches Gefühl. So. So, das, nichtsdestotrotz versuche ich gleich die Kurve zu kriegen und euch mitzuteilen, was wir gerade wissen und was wir eben nicht wissen und was halt sein kann. Einmal nur zur Verortung. Wir stehen gerade genau im gegenüberliegenden Gebäude von der Explosion. Das sieht halt so aus. Diese Bilder kennen ja schon einige. Und ja, es ist noch nicht wirklich viel passiert. Der Tatort ist wahrscheinlich jetzt zurückgenommen worden. Die Polizei bewacht das Gebäude noch. Und es soll wohl so sein, dass Step by Step hier diese Wände abgetragen werden, weil da ist logischerweise, wie man unschwer erkennen kann, da braucht man kein Hellseher für sein, Einsturzgefahr gegeben. Ja? Und ich bitte euch auch, gerade wo ich das sehe, dass mein Nightbot immer noch diese Meldung bringt, bitte ignoriert diese Meldung komplett. Das sage ich einfach, weil die kompletter Bullshit ist gerade und überhaupt, also das ist jetzt die Ansage, ich habe es anscheinend nicht hingekriegt, das abzustellen. Dante, danke schön, das ist super cool fürs Rausnehmen.
Für alle anderen, ignoriert gerade einfach mal diese Meldung. Pass auf, hier wird es Step by Step abgetragen. Es gibt aber Räumlichkeiten, wie zum Beispiel da links, und da hat Christoph auch sein Büro. Kannst du dir mal zeigen, wo es ist? Ja. Kann man das sehen? Da. Das erste Fenster da genau, unten. Genau, dieses Fenster. Ja, genau. Da haben wir noch unser Büro und da sieht es zum Beispiel, sind die Chancen, ich will gar nicht sagen, wie gut sie sind, aber man kommt vielleicht noch mal rein und könnte dort was retten. Also ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass Krogi und ich, weil wir einfach in jeder Zeit, also ich eh die ganze Zeit, aber auch Krogi in jeder freien Minute seiner Zeit, hier ist alles drin, was uns lieb und wichtig ist. Ne? Also, und das befindet sich da halt auch noch drin. Ne? Ja. Also vielleicht ist das rettbar. Und nun könnte man, Krogi sagt das immer so schön, vielleicht den Switch zum Lager machen, wo du auch deinen Raum drin hast. Und da müsst ihr euch vorstellen, der befindet sich tatsächlich auf dieser Seite, wo jetzt hier das Geschehene stattgefunden hat. Wie Krogi schon gesagt hat, da wird halt wahrscheinlich jetzt nach und nach abgetragen, abgerissen. Also diese Hälfte, die ist nicht zu retten, die kommt weg. Nun ist das natürlich ein Bang, ob überhaupt auch das Lager Für alle, die gerade fragen, hoch, was ist da geschehen? Hier werden, also Christoph, habe ich auch nochmal, also wir denken genau gleich eigentlich, ich drehe nochmal ganz kurz die Kamera zu uns. Also wir werden beide keine Gerüchte streuen und Halbwahrheiten raushauen, das wird nach wie vor nicht passieren. Das wäre auch, glaube ich, überhaupt nicht im Interesse aller Parteien so, vor allen Dingen nicht im Interesse der Familie des Verstorbenen so, das werden wir nicht tun. Dementsprechend gibt es ganz offiziell noch keine Infos zur Ursache. Ja, es gibt Gerüchte, die kursieren. Wir hören Dinge, die könnten auch plausibel sein, aber wir äußern uns dazu nicht, so, weil das ist nicht unser Job. Genau, das ist nicht unsere Aufgabe. Genau. Es gibt Menschen, die sind hier auch vor Ort, die machen ihren Job gut, das muss man mal sagen. Die Polizei, die hier ist, die vermitteln uns, soweit sie können, gutes Gefühl. Ich habe heute am vierten Tag des Geschehens mittlerweile das Gefühl, dass hier wirklich Menschen sind, die sich in uns rein denken können und auch helfen wollen, soweit es in ihrer Macht steht. So. Ach so, und und natürlich auch versuchen, das hier aufzuklären, was ist hier passiert. Ne? Und das kann man auch ganz klar sagen, da sind die gehören hinterher. Und wir sind nicht in der Position dazu, irgendwas zu sagen. Genau. Das sehe ich uns nicht. Also nochmal, dass wir das alles aufdröseln können, weil es, glaube ich, auch viele Leute interessiert. Ja, also man kann, das ist auf jeden Fall safe, eine Explosion, genau, weil es gerade gefragt wurde, Feuer oder Explosion, also es ist eine Explosion einhergehend mit Feuer. Und ich drehe doch nochmal die Kamera, damit wir, ne, die Ausmaße sind verheerend. Das ist ein massives Gebäude mit massiven Wänden und da ist viel weg. So, jetzt zum Lager. Ihr seht die Explosion dahinter und das könnte wirklich unser Lichtblick sein, ist ein sogenannter Lichthof, ein Innenhof ohne Dach, ja? Also es ist einfach so ein Innenhof. Und dieser Innenhof könnte sehr viel von der Druckwelle verpuffen lassen. So. Ja, den Druck daraus genommen. Genau. Also das kann man auch wirklich gut sehen. Wir können euch die andere Seite nicht zeigen. Es scheint wirklich klar, der zweite Stock ist betroffen, einmal hier komplett durchgegangen zu sein. Aber dann wurde das Gebäude natürlich, also da ist der Druck daraus gegangen, weil es gibt dort halt ein Gebäude. Wie ein Karo, wo in der Mitte nichts mehr drin ist, und das hat halt wirklich die Luft da rausgenommen. Und wahrscheinlich ist das ein Glück im Unglück, was diese Räumlichkeiten angeht. Denn hinter dem Innenhof, ja, ist dann quasi auf dieser Ebene Christophs Lager und eben mein Streaming-Raum. Christoph hat da natürlich viel Wertgegenstände und bitte nehmt es mir nach oder nehmt es uns nach, dass wir natürlich immer den Blick der Geschädigten voll umfassend im Kopf haben. So, das ist fürchterlich, schrecklich, vor allem, wenn ich überlege, dass wir einfach da waren, hier stirbt jemand, das ist eine Sache, also, ne, bitte dreht uns da jetzt keinen Strick draus, wenn wir jetzt versuchen, einfach Informationen zu vermitteln, das ist mir wirklich wichtig und einfach noch, sollte noch mal gesagt werden. Ja, das werden wir wahrscheinlich auch noch einmal öfter sagen, weil es ist halt einfach, uns ist schon klar, dass wir ein riesen Glück gehabt haben, also, das muss man einfach mal sagen. Also, genau. Ne? Und jetzt komme ich noch zu den Informationen. Also hinter diesem Innenhof ist das Lager. Da hat Chris eben vor allen Dingen für Eid die ganzen Sachen, aber natürlich auch, weil ja viele Leute da den Bezug zu haben, RKTBNS hat da Sachen lagern. Also das ist unsere Aufsicht, das ist das Eidlager, aber natürlich RKTBNS ist eine Familie, steckt da drin. Genau. Krogi. Genau. Das ist
unser aller heiliges Lager. Genau, und Chris hat mir die Möglichkeit gegeben, da einfach was anzumieten, da hinten, um dann eben, ja, auch in diese, also es ist ja schon, wie gesagt, anderthalb Jahre her, aber dann einfach auch, um da Schlagzeug zu spielen, mich auszutoben, und da hat man halt auch keinen gestört, ihr habt es mitbekommen, und Corona hat das Ganze befeuert, es gab keine Bandauftritte, sodass ich auch aus der Band ziemlich viel Equipment da reingeschleppt habe und da einfach, ja, für uns beide, also im Chris-Fall mit seinem IT-Zeugs, ne, und bei mir halt mit meinem privaten Stuff sozusagen, einfach schon hier horrende Summen sind, aber daneben an noch was drin, weil da ein Tonstudio steht mit Flügel, mit Mischpult, ja. So, das ist einfach Vintage-Equipment. Kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Und nochmal daneben ist noch ein Mastering-Tonstudio und auf der Ebene hier vorne ist noch ein anderes Tonstudio. Also auf der ganzen dritten Etage sind eine Menge Werte. So, aber wir haben, das jetzt kommen die Infos, wir haben keinen Plan derzeit, wie das Ganze hier weitergeht. Das heißt, wir beide spekulieren darauf, dass unser Stuff vielleicht noch ganz ist. Sonst wäre das jetzt ja eine perfekte Stelle, um zu sagen, Spendenaufruf, dies, das. Das machen wir ganz bewusst nicht. Unabhängig auch natürlich von dem Aspekt des Verstorbenen, selbstverständlich. Aber auch für Christoph muss es weitergehen, denn das ist sein täglich Brot, das ist sein Job. Und ich habe da ja auch für Rocket Beans Streams gemacht und für mich, und wollte mich da ein bisschen verwirklichen und austoben. Also ich möchte auch gerne in die Zukunft gucken. Aber es gibt jetzt keinen Spendenaufruf, eben aus dem Grund, da wir nicht genau wissen, vielleicht ist unser Stuff noch ganz. Ja. So. Kann halt sein. Und wir wollen nicht, also wir wollen uns nicht daran bereichern, dass jetzt so was Schreckliches passiert ist. Wir wollen jetzt nicht sagen, Spende drauf los und nächste Woche kommen wir dann mit dem Equipment doch noch raus. Wir wollen genau wissen, was los ist. Und dann kann das sehr gut sein, dass wir darauf angewiesen sind. Das, ja, diese Geräusche. Ja, das ist. Vielleicht würdest du das auch gleich mal zeigen. Also, genau. Ihr, nicht, dass ihr euch Sorgen macht, hier neben ist eine Baustelle. Also, wenn ihr was ja. hört, die arbeiten hier, das ist für mich persönlich, da gibt es unterschiedliche Meinungen, auch komisch, neben einem einbruchgefährdeten Haus noch weiter an den Boden zu klopfen. Ja. Aber auch da werden sie sich natürlich informiert haben. Das ist sicherlich auch ein Thema gewesen, aber es ist natürlich auch komisch natürlich. Es gab gerade einen Kommentar, naja, wo es hieß, naja, es gibt schon Spendenseiten. Ja, es ist ja jeder für sich selbst verantwortlich. Genau, ne? Also das haben wir im Blick, das haben wir gesehen, wir sind genau. eine Gemeinschaft. Wir treffen uns hier, also nicht alle Mieter, aber viele Mieter treffen sich zusammen. Uns ist klar, dass da schon Spendenaufrufe... Aber die haben halt nichts mit uns zu tun, genau, so. Das muss man einfach mal jetzt trennen. Wir sprechen uns auch, trennen, so. Kogi und ich ja. haben für uns den Entschluss getroffen. Wir warten ab. Genau, also wir glauben... dafür gibt es auch keinen richtigen Zeitpunkt so. Nee. Und egal welcher Zeitpunkt, ja, also wir wollen es einfach richtig machen. Wir wollen erstmal wissen, was ist noch zu retten. Und solange, jetzt Stand jetzt, haben wir, also da wo es explodiert ist, da war unser Raum noch drin. Das heißt, wir wissen, irgendwas steht da noch. Und wenn wir da was rauskriegen können und wenn wir dann sehen, Scheiße, wir haben ein Riesenproblem, was wir Stand jetzt wirklich haben, auch. Ja. Aber dann können wir uns immer noch an euch wenden. Also das genau, und so im Vordergrund steht immer noch auch das Gefühl zu wissen, uns geht's gut. Genau. So, und alles andere kriegen wir dann schön hin und dann weiß ich auch, dass da viele Leute helfen wollen. Was ich euch noch zeigen möchte, und ich hoffe, man kann das einfangen, das finde ich einfach nur absurd, dass selbst hier direkt neben der krassen Explosion, guck mal, kann man das sehen? In dem schwarzen, ne, ist nur ein schwarzes Loch, ne? Da steht sogar, da ist ein Tisch und da steht noch eine Kerze drauf, also ein gedeckter Tisch quasi, ne? Und das ist schon verrückt. Das macht uns natürlich auch Mut, dass man vielleicht sagen kann, da hinten ist vielleicht dann für uns, naja, wirklich die Möglichkeit irgendwann gegeben, dass wir den Kram rausholen können. Ja. Jetzt Folgendes. Denn wir haben beide überhaupt gar keinen Plan, wie man mit solchen Situationen umgeht. Das lernen wir jetzt. Ja, das lernen wir jetzt wohl übel. Es ist alles ein bisschen, das kann man schon sagen, ein bisschen krasser als ein Brand und ein bisschen unnormaler als das, was mit Haushaltsgeräten passieren kann. Ja. Und dementsprechend wissen wir nicht, ob wir irgendwas tun müssten, ob wir eine Beratung bräuchten oder sonst was. Also wenn ihr irgendwie Plan habt, wie man mit solchen Sachen umgeht, ja, und wie man
weiß ich nicht, wie man vielleicht auch es schaffen kann, dass das ganze Gebäude nicht abgeholzt wird, sondern vielleicht auch die Möglichkeit hat, Wertgegenstände rauszuholen. Das wäre halt wirklich eine immense Hilfe, wenn ihr jemanden kennt oder so. Da hilft bestimmt einiges so. Aber mehr kann man jetzt eigentlich erstmal nicht machen. Also mehr Infos haben wir nicht, mehr Infos gibt es gerade nicht. Jeder Tag kann sich etwas Neues ergeben. Das ist jetzt der Stand. Und ja, nach Räumlichkeiten hast du dich ja schon ein bisschen umgeschaut. Genau. Und da kommt auch Feedback rein. Und wenn ihr da was wisst. Auch wirklich nach vorne, das können wir euch auch sagen. Also so gefasst, wie man mit der Situation umgehen kann, versuchen wir natürlich auch weiter so zu machen. Das steht für uns außer Frage. Falls es irgendwie beruhigt, dass wir da auf jeden Fall. Und Turi schreibt gerade genau richtige Worte, so einen richtigen Plan. Also ja. Studiert so, ne? Also genau. kein Google, ich habe es gegoogelt für dich, so sieht das aus. Also wir brauchen quasi Fachleute. Sehr gut, Turi. Turi. Sehr gut, Turi. Wir brauchen Fachleute, die da irgendwie helfen wollen, so. Aber mehr können wir gerade nicht machen. Und wie gesagt, herzlichen Dank für die ganzen lieben Nachrichten, die tun immer noch sehr gut. Ihr merkt schon, wir sind ein bisschen gefasster, auch wenn es fürchterlich ist, aber wir blicken halt nach vorne. Und ja, vielleicht haben wir beide zumindest noch Glück im Unglück, weiß man halt nicht. Ich möchte das zumindest einmal so ausdrücken. Kann aber auch sein, dass ich oder wir uns in der Woche melden und sagen, yo, sieht man schlecht aus. Ja? Also nur, dass ihr da Bescheid wisst und dass wir quasi auf dem gleichen Stand sind. Mehr sollte dieser Stream auch nicht sein. Wie gesagt, ist kein Battle-Ding, ich muss es einfach sagen, weil viele Leute, gerade bei solchen Sachen, es gibt halt Leute, die wollen das ausnutzen, wir sind einfach nur froh, wenn wir irgendwie weitermachen können. Genau. Und dementsprechend, bitte, versteht das nicht falsch. Soll einfach nur eine Mitteilung sein und wir sind so happy, dass wir gesund sind. Unsere Gedanken sind, wie gesagt, bei dem Opfer und bei der Familie. Da wollen wir jetzt, wie gesagt, auch nichts erzählen, was man irgendwie tratschen könnte oder so. Wir warten einfach ab und so ist es. Habt ihr noch irgendwas, was ihr wissen wollt? Gerade sind wir noch da. Dann schieß los, stay strong, stay safe, absolut. Nichts Neues vom Statiker, oder? Nee, nichts Neues vom Statiker. Also zumindest nichts, was wir wissen. So. Genau. Ne? Also Stand jetzt ist das Gebäude immer noch einsturzgefährdet. So. Das wird immer wieder, soweit es geht, begangen. Hier kommen mehrere Statiker hin. Also es ist auch nicht nur einer. Ich habe heute erfahren, eventuell gäbe es sogar die Möglichkeit, dass Vermieterseiten oder wir als Mieter auch vielleicht einen Statiker beauftragen könnten, falls wir das Gefühl hätten, dass geht uns irgendwie also nicht in die richtige Richtung oder nicht so motiviert, wie wir jetzt engagiert sind. Aber das ist natürlich, in sowas gucken wir uns natürlich auch um. Mhm. Ja, genau, also Blick nach vorne. Ich habe die Frage gelesen, ob es irgendwie Wohnungen gab. Nein, eigentlich nicht. So, aber es ist ein schwierig zu beantworten. Ja. Genau. Kameras, ja, es gibt Bilder, das ist aber auch ein bisschen schwierig, weil wir einfach nicht genau wissen, was abgeht. Also es gibt Bilder aus dem Lagerraum, die aber überhaupt nicht deutlich machen, gibt es Wasserschäden, ist da Ruß, was ist da? Also es gibt diesen Raum halt noch, so, ja. Das kann man sagen, mehr kann man nicht sagen und wir wissen auch nicht, wie die Decke ausschaut. Man muss sich einfach vorstellen, dass ja durch eine Etage komplett irgendwie eine Druckwelle gegangen ist, einhergehend wahrscheinlich mit einer Feuerwalze, so stelle ich mir das vor zumindest, offensichtlich zumindest, dass wir da keine Aussagen tätigen können und wie gesagt, wir werden uns erst dazu äußern, wenn es da mehr gibt. Kann man da mit der Drohne reinfliegen? Also wir denken auch über viele Dinge nach, aber tatsächlich, wir müssen erstmal den offiziellen Weg gehen, das ist definitiv nicht der offizielle Weg. Und müsst ihr euch vorstellen, wir dürfen erstmal auch nicht unser Leben jetzt riskieren. So, das ist natürlich auch klar. Das heißt, wir wollen ja auch nicht auf Biegen und Brechen da jetzt rein, sondern wir wollen einfach nur wissen, okay, ja, man kann das retten und in einem Monat kriegt ihr das oder so. Alles, dann kann man das schon mal weitermachen. Aber alles andere, es gibt halt hier Profis und die müssen auch ihren Job machen, die sollen auch ihren Job machen. Nicht zuletzt deswegen, weil das einfach so krass ist und weil hier jemand verstorben ist und da
sollen nicht so zwei Dullis ankommen, die jetzt unbedingt wissen müssen, was da abgeht. Also wir werden täglich bestimmt kleinere Updates haben. Ja. Und in der nächsten Woche sieht es vielleicht schon ganz anders aus. Und ja, das ist jetzt hier ein Update. Das Grinsen sagt alles. Ja, ey, ich duck halt nach vorne, ne? Also, was soll ich machen? Was steht da? Das Grinsen? Ja, mit der Drohne. Also, denkst du über viele? Also glaub mir, jetzt nochmal ganz kurz auch. In solchen Situationen denkt man über viele Dinge nach. Und das ist auch ein sehr wildes Gefühlschaos, wo man einfach denkt, man stürmt da jetzt rein, holt den Scheiß raus. Ja. Dann ist man wieder Gedanken völlig traurig und niedergeschmettert, weil man das hätte selber sein können. Dann ist ja jemand verstorben. Also das möchte ich mal kurz erklären, dass das echt nicht so eine einfache Situation ist. Und dementsprechend entschuldigt das bitte, wenn man da nicht so ganz souverän ist und nicht so ganz weiß, wie man sich verhalten soll. Ja? Also das, glaube ich, kann auch jeder nachvollziehen. So, das einfach dazu. Ja? Okay, ihr Lieben, ich drehe nochmal die Kamera um und dann könnt ihr euch nochmal ein Abschlussbild machen. Und danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und so sieht's aus. Peace out, ich drück auf Stopp. Warte.